So. Christoph Gerling schreitet zur Bande. Damann eingeblendet. Schiedsrichter beim VfL Frohtheim pfeift das vorletzte Achtelfinale an. Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld. Wir suchen den Viertelfinalgegner von Mainz 05. Und sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird. Denn Favoriten gibt es hier nicht. Beide jetzt noch nicht überragend überzeugend im Turnierverlauf. Freistoß für die Schalker, für Königsblau. Ja, Gerling ganz entspannt, gibt noch ein paar Hinweise. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ein paar einhändige Worte. Und das war klasse gespielt. Luis Köster. Nana Stanner da reingelegt das Ding und dann da haben sie schlicht weggepennt. Diamin. Unnötiges Gegentor, aber wirklich gut gemacht. So. Im Tor der Schalker jetzt wieder Maximilian Braune. Auch die Schalker wechseln sich ja im Tor ab. Hier Braune gegen zwei. Klasse Tor! Ballgewinn und der Abschluss. Benjamin Nesic. 1-1. Schnelle Antwort. Und die Sympathien in der Halle sind klar verteilt. Die richten sich an Arminia Bielefeld. Aber das ist schon die nächste Großchance für die Schalker. Juan Cabrera, Nummer 10 hier bei Schalke 04. Mit der auffälligste Spieler bei Königsblau. Spielt ein tolles Turnier. Der Kapitän, der Schalker. Ballgewinn. Aber Bielefeld schaltet konsequent um. Bei den Schalker an der Bande, ja, eine richtige Legende mit Willi Landgraf. 50 Jahre jung. Rekordspieler der zweiten Liga. 481 Zweitliga-Einsätze. Klasse Parade hier von Arne Schulz. Hier sehen wir nochmal den Abschluss. Kriegt die Pranke daran. Nächster Versuch. Nachschuss. Und den lässt er sich nicht nehmen. Luis Köster. Eingeleitet mal wieder von Juan Cabrera mit seinem Schuss. Da haben wir die Landgraf gesehen, der das ganz entspannt zur Kenntnis nimmt. Da haben wir den Rekordspieler der zweiten Liga. 481 Zweitligaspiele, sechsmal im UEFA Cup unterwegs.
einer DFB-Pokalfinalteilnahme. Sei Dank, berechnete damals die Aachener als Pokalfinalist in den DFB-Pokal einzuziehen. War eine Riesennummer. Am Tivoli eine Legende. Tor ist jetzt frei. Klasse geblockt. Kein Handspiel. Amber angelegt. Super Rettungstat. Und die nächste. Also, wir loben Umut, Ujanik und Arne Schulz. Die drei von Bielefeld und den Keeper mit vereinten Kräften schmeißen sich da in die Bälle rein. Vom Ligenvergleich her, die Schalker eine Liga über den Bielefeldern. Die Schalker sind Tabellen-Siebter in der Westfalenliga. Die Bielefelder Tabellen-Achter in der Landesliga. Aber Schalke zieht das Tempo an. Schalke mit der etwas besseren Anlage. Aber Bielefeld mit Emotion, mit Leidenschaft. Lassen sich dann ein Stück weit auch von der Halle mitnehmen. Das ging gerade noch mal gut. Für Braune wieder Fuß dazwischen. Und da regt sich Braune tierisch auf. Fordert da mehr Unterstützung von seinen Mitspielern. Hätte da gerne mehr Passoptionen. Wie gesagt, der Gewinner dieses Spiels trifft auf Mainz 05. Nächste Großtat nach der Chance von Anje Lötzken, von Arne Schulz. Den haben sie auf jeden Fall warm geschossen. Zack, wieder. Kriegt er die Arme da hoch. So, Ecke. Diesmal besser aufgepasst. Besser als beim 0-1. Das war gut gespielt. Abschlussmöglichkeit, aber wieder das Braune da. Abschluss von Benjamin Nesic. Im Tor der Bielefelder. Und wieder Braune im Nachfassen. Hat er den Ball sicher. Freistoß jetzt für die Bielefelder. Ah, Gerling. Bleibt entspannt. Wieder Braun im Nachfassen. Ah, lässt er sich die Kugel dann nicht mehr nehmen. Oh, jetzt der große Fehlpass, den kriegt er nicht ganz rüber. Aber jetzt haben wir die große Chance, wieder Braune. Es ist gerade ein Duell der Torhüter. Beide unglaublich aktiv da gerade vor der Kiste. So, Schalke ist wieder dran. Unterzahl jetzt seit den Abpraller, kommt er ziemlich frei zum Abschluss. Und die nächste Klasseparade, Arne Schulz. Und jetzt gibt es 2 Minuten von Gerling. Fühlte sich da, glaube ich, beleidigt. Benjamin Nesic. Bielefelder Trainer gespannt. Nicht hochgradig begeistert von dieser Entscheidung. Erling notiert sich da noch gerade, was gesagt wurde. Wir wissen nicht, was gesagt wurde. Hier die Riesenchance und danach dann Spiel unterbrochen und dann wurde eben gemeckert. So, im Bayern- und Bremen-Trikot für Bielefeld klatschen. Das gibt es auch nur hier beim U16-Turnier. So, Bielefeld jetzt in Unterzahl. 2 Minuten. Klasse, das war wieder Arne Schulz. Sensationell, was er hier spielt. Wieder mit der Fußabwehr. Ganz stark. Eckball war das ja. Für die Schalker.
Gerling versucht den Überblick zu behalten, regelt hier noch ein bisschen den Verkehr. Und dann kann es auch gleich weitergehen. So, da sind die Schalker gefährlich. Nach diesen Standards. Wieder natürlich Arne Schulz. So, gibt es jetzt hier in Unterzahl. Den Ausgleich gibt es nicht. Gegenteil, es gibt wieder Freistoß für die Schalker und der nächste Konter. Und jetzt der Treffer für Königsblau. Leo Weichert mit der Energieleistung. Bielefeld darf auffüllen. Klasse vollendet da. Da haben wir Willi Landgraf, der das natürlich ganz entspannt zur Kenntnis nimmt. Der hat so viel mitgemacht im Fußball. Scheint ja auch eine Art Vaterfigur so ein bisschen für die Spieler. Kann da hier eine Menge Erfahrung mitgeben, den jungen Spunden. Nächster Schussversuch, klasse rübergelegt, aber die Bielefelder fighten. Die schmeißen sich da an jeden Ball, das ist überragend von der Einstellung her. Also ein Bielefeld-Trikot bekommt Gerling heute nicht mehr geschenkt. Das können wir schon mal ausschließen. Ich glaube, er liegt da aber weitestgehend richtig mit den Entscheidungen. Die Bielefelder hauen sich halt voll rein. Und das ist so, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und die Späne äußern sich hier im Falle von Freistoßpfiffen. Das dürfte kein Foulspiel geben. Brauner am Ball. Abwurf und wieder ab die wilde Fahrt nach hinten. Da an der Bande, klasse rübergespielt. Und natürlich ist es Arne Schulz, der sich hier komplett in den Fokus spielt. Hier sehen wir es nochmal, wie er wieder mutig rauskommt. Sich immer groß macht. Immer wieder die Pranken ausfährt. Gut verteidigt jetzt hier von Umut Ujanik. Da haben wir wieder den Schalker. Kapitän legt den Ball zurück auf Leo Weichert. Der verliert den Ball jetzt. Jetzt die Möglichkeit zum Anschluss. Braune da. Handspiel entschieden von Gerling. 2 Minuten Strafe. Ich hoffe, wir haben da eine Wiederholung von. Braune beteuert, es war die Brust. Fassungslos. Super Bilder hier. Stinksauer. Also jetzt kriegt der Gerling auch kein Schalke-Trikot mehr geschenkt. Jetzt hat er sich wirklich mit beiden verscherzt. So. Ersatztorwart ist drin. Schalke nimmt den Spieler von der Platte. Der Dialog zwischen den beiden. Willi Landgraf nimmt es mit einem Schmunzeln. Was soll er auch machen? So, Chance für die Bielefelder nochmal ranzukommen auf 3:2. Ich frage die Regie aber mal ganz frech, haben wir eine Wiederholung von der Handspielszene? Das wäre nochmal spannend. Okay. Konnte man nicht einfahren, kein Problem. Wir vertrauen da natürlich dem Schiedsrichter, dass er da richtig lag. So, Freistoßmöglichkeit. Das war ausbaufähig gemacht. Und wenn jetzt das Tor fällt, fresse ich einen Besen. Das gibt es nicht, das gibt es nicht. Das ist ja dermaßen bitter. 4:1 also für die Bielefelder. Dieser Kapitän, hellwach,
Freistoß für Bielefeld. Überzahl, die verdaddeln den Ball. Und dann kommt Juan Cabrera. Boah. Ja, das muss er erstmal wegpacken. Das wäre eine Riesenchance. Man hätte sich alle Zeit der Welt nehmen können. Man muss es gar nicht mit dem Freistoß machen. Man hätte 2 Minuten Zeit gehabt, ranzukommen. Beim Stand von 3-2. Da nochmal einen Ausgleich zu machen. Und jetzt spielst du zwar Überzahl, aber liest 4-1 hinten. 4-Sekunden-Regel überschritten. Also Gerling hat hier eine Menge zu tun in diesem Spiel. Freistoß für die Amin. Cabrera steht da wieder. Mit großen Augen. Er hätte wieder große Lust, sich den Ball zu schnappen. Und auf 5 einzustellen. So, was machen die Bielefelder jetzt? Ja, es muss ja gar nicht der Schuss sein. Sie können es ja ausspielen. Da einmal mehr. Sie schießen wieder mittig. Halte ich für nicht optimal, was die Bielefelder da jetzt zweimal gemacht haben. So, hier sehen wir nochmal das Tor in der ganzen Entstehung. Ja, Blick noch zum Schiri, der bange Blick. Super Einstellung hier, vielen Dank. Nochmal top in der ganzen Entstehung. Also, unnötig wie ein Kropf für Arminia. So, weiter Ball. 2 Minuten 40. Also Bielefeld braucht schleunigst ein Tor. Die Überzahl haben sie noch 40 Sekunden. So, ihr müsst es ausspielen. Ihr müsst den Ball laufen lassen. Jetzt die Möglichkeit. 2-4. Schalke wechselt. Schalke darf auffüllen. Torschütze Ben Jacke war's. Also, jetzt wieder 2 Tore Rückstand. Und Gleichzahl. Bielefeld braucht jetzt bei 2 Minuten noch ein schnelles Tor. Sie kommen wieder in die Angriffsposition. Was machen sie draus? Admir Kotscha hält diesen Ball. Nächste Möglichkeit für die Arminen. Schalke verteidigt jetzt engmaschig und dann der nächste Ballverlust. Wird das die Entscheidung? Klasse rumgelegt, das wird die Entscheidung. Technisch toll gemacht. Torschütze in der Spielermitte Nummer 11, Aniel Özgen. Wunderbar rübergelegt, keine Chance für Arne Schulz. Zum 5-2 für Schalke 04. Bielefeld jetzt mit dem 5. Feldspieler auf der Platte. Nochmal das Spiel mit der Bande, Überzahl jetzt vor dem Tor. Klasse rübergelegt, wunderbar geht der nochmal über die Linie. Wir haben zumindest Musik drin. Thilo Lindemann, 5-3. Die Halle klatscht, ja, da hat Bock drauf. Bielefeld gibt sich nicht auf. Jetzt geht es in die heiße Phase. Die letzte Spielminute der Begegnung wird Ihnen präsentiert von Packkonzept. Kartonagen aus Lübecke. Also letzte Minute hier. Oh, Ball muss gerollt werden. So innerhalb der nächsten 20, 25 müsste ein Tor fallen. Freistoß für Schalke, das muss es eigentlich gewesen sein. Arminia hat einen großen Fight geliefert. Arminia war voll da. 2 Bälle jetzt auf dem Feld, 36 Sekunden. Und dann war es letztlich ein Stück weit Unerfahrenheit. Dieser eine Fehler beim Freistoß in Überzahl war sicherlich der Knackpunkt, dass es hätte nochmal spannend werden können. Alles in allem unterm Strich zieht Schalke verdient ins Viertelfinale ein. Letzten Sekunden laufen. Das war nochmal klasse rübergespielt. Gibt es hier noch das 6-3? Nein, der Ball geht in die ganz oberste Etage. 5 Sekunden. Also Glückwunsch an Schalke 04. Sie spielen gegen Mainz 05 Arminia Bielefeld. Nach tollem Spiel verabschiedet sich. Wir gehen in den kurzen Werbeblock. Sind gleich zurück mit Dortmund gegen Bremen.